Ja, hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Heute kommt einmal ein Video, auf das schon einige von euch gewartet haben. Und zwar wird der Gewinner des Anarchy Wild oder Road 5 von Michelin gezogen. Ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern, vor einer Woche habe ich die 5000 YouTube-Abonnenten erreicht und aus diesem Grund eben dieses Gewinnspiel gestartet. Wir haben ja angekündigt, dass wir den einen oder anderen originellen Kommentar auch vorlesen wollen, netten Kommentar oder so. Mel, was hat dir da besonders gefallen? Ja, also ich habe mir da ein paar meiner Lieblingskommentare rausgesucht. Und zwar der erste ist von Bendix Dus auf Bike on Tour Blog. Und er schreibt: Glückwunsch und weiter so. Wenn die Anzahl von Abos die Qualität widerspiegelte, müsstest du viel, viel mehr Abos haben. Die Anarchies brauche ich, weil es der letzte Stoppelreifen ist, den ich noch nicht ausprobiert habe. Ja, der kennt sie aus. Der kennt sie aus, genau. Dann von Fixstern16 auf YouTube: Gratuliere zu den 5000 Abos und wegen deinem Kanal durfte ich schon etliche wunderschöne Reisegebiete mit dem Motorrad kennenlernen. Highlight war letztes Jahr Sardinien in Gala Gonone im Hotel Cala Luna und einige Strecken um Wien, welche ich heuer im Mai abfuhr. Weiter so, Wolf. Jetzt erinnert er mich an einen schönen Urlaub in Sardinien. Ja, ist ja schön, wenn uns die Leute ein bisschen nachfahren. Ja. Für das haben wir sie auch drinnen. Dann noch der Atomic1 auf Instagram: Hallo Wolf, ich finde dich und das, was du machst, einfach genial. Würde mich über den Anarchy Wild sehr, sehr freuen. Könnte mit meiner Triumph Tiger 800 XC endlich so richtig auf Schotter fahren. Ja, das sind schon einige. Ich habe auch ein paar rausgesucht. Ich meine, eins ist auch logisch. Ich kann jetzt dann nicht alle wiedergeben, weil es waren so viele. Es war Wahnsinn. Ihr wisst ja gar nicht, was ich mir dafür Raten gemacht habe. Oh, ja. Wenn ich schaue, ich habe ca. 230 Zetteln beschriftet. Immer schön säuberlich, dass auch die Mail lesen kann und dass der Richtige vorgelesen wird. Es war ein richtiger Haken, ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, also ich bin da stundenlang gesessen. Aber nichtsdestotrotz, für das haben wir es ja gemacht. Der Rüdiger Zinzinnenburg hat zum Beispiel auf Facebook geschrieben: Ich bin noch nie den Michelin gefahren und eine alte Bauernregel sagt, tut der alte Reifen streiken, muss den Anarchy reiten. Oder der Tomislav Mladenovic, der recht frech war und gesagt, wer wäre besser geeignet für den Anarchy Wild als ich? Der Reifensatz auf der KTM neigt sich dem Ende zu und ich bin sowieso ein armer Schlucker, also jede Unterstützung zählt. Also das sind zwei nette Kommentare auf YouTube gewesen, auf Facebook gewesen. Auf YouTube hat zum Beispiel der Dominko 11 geschrieben: Servus Wolf, dank dir und deinen tollen Videos habe ich endlich mein Glück im Gelände versucht. Es ist ein mega Spaß für mich. Nur zurzeit fehlt mir das nötige Kleingeld für einen neuen Reifensatz. Aus diesem Grund würde ich mich über den Anarchy Wild wirklich sehr, sehr freuen. Also wenn der arme Burkhard Geld hat für einen Reifen und wenn er auch noch durch mich auf den Schotter gekommen ist, dann würde ich es ihm ja richtig vergönnen. Also ich halte die Daumen. In meinem Blog hat es auch einige sehr, sehr nette Kommentare gegeben oder originelle. Also wenn ich es einem noch wünschen würde, dann ist es vielleicht auch der Daniel, der schreibt: Seit ich denken kann, wünsche ich mir Motorrad, um über Stock und Stein zu fahren. Aber als Kind, Jugendlicher hatte meine Mutter zu große Sorgen, dass mir etwas passieren könnte. Das kennen wir wohl alle. Endlich 18 konnte ich mir keines leisten. Aber morgen ist es endlich soweit. Mit 33 endlich genug gespart und hole mir eine gut gebrauchte Honda Dominator. Das Dumme daran ist, die Bereifung ist nicht fürs Gelände geeignet. Noch ein bisschen sparen. Nichtsdestotrotz, voller Vorfreude schaue ich mir wieder einmal ein paar deiner Videos an und stoße dabei auf deinen Blog-Eintrag. Wow, Zufälle gibt's. Mit dem Anarchy Wild Reifen wäre dann endlich alle Voraussetzungen erfüllt, um einen Kindheitstraum wahr werden zu lassen. Also wenn die Geschichte stimmt, dann drücke ich da wirklich fest die Daumen. Wenn es nicht stimmt, dann ist wenigstens gut erfunden. Und auch von mir. Das hier Marc Nassi aus Bad Homburg in Deutschland hat dann ganz einen Roman geschrieben: Sehr regelmäßig bin ich auf deinem Kommentar, deine Tipps und Anregungen sind für mich äußerst hilfreich. Daraufhin habe ich mir vor allem deine Reifentipps zu Herzen genommen und zwei von meinen drei Bikes mit deinen Reifenempfehlungen bereifen lassen und bin mega zufrieden. Also du wärst dann sicher auch mit einem der beiden Michelin zufrieden. Er fährt 25.000 Kilometer im Jahr circa, also der kann es auch wirklich brauchen. Den Elvis Beauceron oder Beauceron, keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Meine Tiger würde mit diesem Reifen noch geiler ausschauen und mein Nachbar würde noch neidiger sein. Also das ist auf alle Fälle auch ein gutes Argument für den Reifen.
Dann noch den Jens, Vulgo-Technik-Fan, der eben vielen Argumenten für den Reifen und warum auch gerade er den Reifen kriegen soll, auch weiß, dass die Michelin-Reifen groß genug sind und reichen immer bis runter auf die Straße. Also das ist auch nicht unwichtig, dass immer ein bisschen ein Gummi zwischen der Straße und dem Motorrad ist. Aber ich will euch jetzt gar nicht lang da mehr auf die Folter spannen. Ich glaube, das Wichtigste ist ja, wer von diesen ca. 230 Zetteln da gezogen wird. Es hat natürlich ein paar Profis gegeben, die bei allen vier Kanälen mitgespielt haben, also die eine Vierfachchance, die da jetzt mit vier Zetteln drinnen vertreten sind. Trotzdem wird die Mail nur einen ziehen. Und mein absolutes Lieblingskommentar möchte ich aber auch noch gern erwähnt haben, und zwar vom Giegel. Genau, weil der Giegel, der alte Gauner, der hat da bei mir auf der Seite geschrieben: Ich kann leider keinen der beiden Reifen für meine Mopeds brauchen, aber ich würde den Stoppler gern haben und wenn ich gewinne, schenke ich ihn dir. Das ist sehr, sehr nett, Giegel, aber das ist der Grund, warum du da nicht drinnen bist, weil das soll ja auch ein Reifen für einen von meinen Abonnenten sein und nicht für mich. Also das ist, obwohl ich mich immer freue, wenn du mir einen Reifen schenkst in Zukunft, aber diesen Reifen nicht. Ähnliches gilt für den Bruno, der da nicht drinnen ist, weil der Bruno schreibt: Wenn es dann nicht treffen sollte, dann lasse ich dir deine Wahl und du kannst den Reifen haben und ich freue mich dann über weitere tolle Berichte und Filme von dir und Mel. Du also, hättest ja nichts dagegen, oder? Ich hätte nichts dagegen, aber ich glaube, das würde dann ein bisschen geschoben ausschauen, wenn die Mel da jetzt einen Zettel rauszieht und dann lesen wir vor, dass der den Reifen mir schenkt. Also gehen wir in Medias Res, haben wir genug geplaudert, ich schmisch dann noch ein bisschen durch. Ich wollte schon immer Glückssänger spielen. Ja, jetzt habe ich fast zwei ausgehabt, die hätten dann nicht mehr mitspielen, die hätten sich freuen oder nicht freuen, aber die würden es auch nicht wissen. Ne? Gut, du schaust nicht hin und ziehst jetzt einen. Genau. Wir beobachten die Mail, sie schaut nicht hin. Einen nur, ich habe nicht so viele Reifen zum Verschenken, ich will ja nicht die Reifen von meinen Motorrädern runter montieren. So. Nicht hinschauen und einen Köpfen. Und am besten heute noch, weil die Sendezeit ist bald überschritten. So, und zwar, der glückliche Gewinner ist... Wo hat er mitgespielt? Auf Facebook. Und zwar der Ottmar Haushalter. Okay. Glückwunsch. Glückwunsch den Ottmar Haushalter. Er wird von uns verständigt werden. Schauen wir noch nach, was der Ottmar Haushalter geschrieben hat. Es wird jetzt ein bisschen eine Suche, weil ja doch, wie erwähnt, einige mitgespielt haben. Der Ottmar Haushalter hat geschrieben, Michelin sind die Besten. Das ist ein Argument. Er hat noch nicht geschrieben, was für einen Reifen er will. Also ob er den Anarchy Wild will oder ob er den Rot 5 will. Das wird er uns dann noch verraten müssen. Auf alle Fälle, Ottmar, ich wünsche dir viel, viel Spaß und tolle Touren mit dem Reifen. Gut, leider hat nur einer gewinnen können. Das ist halt so bei so Gewinnspielen. Wenn euch das Video gefallen hat und die ganze Aktion gefallen hat, dann freue ich mich trotzdem über einen Kommentar. Ganz egal, ob auf YouTube oder auf meiner Website, lasst einen Daumen hoch da und ganz wichtig, hört auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Dankeschön an alle Abonnenten und die es noch werden wollen, sowie an Michelin, das diesen tollen Preis zur Verfügung gestellt hat.